Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufen und Decken Podcasts. Bevor wir in eine, wie ich finde, sehr wundervolle Folge einsteigen, noch das übliche Getue. Ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram, nicht auf TikTok oder wie die anderen coolen Plattformen so heißen, dafür sind wir einfach viel zu alt. Ihr findet uns auch auf Strava, dort könnt ihr sehen, was wir so laufen. Ja. Und falls ihr uns besonders toll findet, könnt ihr uns auch auf PayPal Geld geben, auf Patreon und Patreonen, auf Steady uns steadyen oder was auch immer ihr so tun wollt. Es gibt auch einen Shop, laufendendecken-podcast.at/shop. Ja, wenn ihr uns toll findet, einfach folgen. Ihr könnt uns auch kontaktieren mit irgendwelchen Fragen oder Wünschen und Anregungen, Beschimpfungen. Ist eigentlich alles möglich. Heute ist neben dem Peter. Hallo Peter. Hallo Flo. Du hast noch vergessen, dass wir uns ganz herzlich bei den Menschen, die uns mehr steady gesteadet haben und mehr patreonisieren, als sie das bis jetzt schon gemacht haben, herzlichst bedanken. Wir finden es total geil. Also Szenenapplaus. Ihr seid die guten Menschen. Richtig. Alle anderen seid auch so gut. Richtig. Aber ich habe es vorher schon ein bisschen erwähnt. Wir haben heute eine, würde ich sagen, schon eine besondere Folge. Also es trug sich ja vor einiger Zeit zu, dass wir in dem Podcast angekündigt haben, dass die von Peter bewährte Trainingsmethode, würde ich sagen, um 180 Grad sich gedreht haben. Also der den Peter erkennt, weiß, bis jetzt war nebst der Superkompensation sein Markenzeichen 5 Tage lang nix und dann ein Marathon. Kann man machen, wenn man jedes Jahr verletzt, wenn man jedes Jahr verletzt sein will. Aber die letzte Folge mit dem Trainer hat ihn dann so ein bisschen, ich würde sagen, es war so die Initialzündung, mal darüber nachzudenken. Moment, die letzte Folge mit dem Trainer. Ihr habt mich angesudert und herumgeseiert, und zwar alle, die so rund um mich mit mir Zeit verbringen, haben gesagt, ja, aber schau mal, mit einem Trainer und strukturiertes Training, das wird sicher total gut, wirst sehen, das wird dir gefallen, das bringt dir was du Neues gehen könnt, das musst ausprobieren, alles für den Podcast. Und irgendwann habe ich gesagt, na gut. Dein Fehler war, dass du irgendwann einmal nach dem Podcast zumindest kurz einmal erwähnt hast, dass du mal drüber nachdenkst, dass du es nicht mehr als unrealistisch ansiehst, und das war so der kleine Bruch. Das Window of Opportunity, das richtig, ganz kurz aufgegangen ist. Der es uns eröffnet hat, diese Chance zu nutzen, und deswegen wollen wir heute den Trainer herzlich für uns begrüßen. Hallo Trainer. Hallo Flo, hallo Peter. Genau, wir wollen, also der Peter, wir haben diesen kleinen Bruch, den der Peter dazugelassen hat, so hartnäckig bearbeitet, dass er irgendwann einmal, dass ein größerer Bruch draus geworden ist, und irgendwann hat er einfach nachgegeben unter dem immensen Druck, den er gestanden ist. Und er hat sich dann vom Trainer einen Trainingsplan verschreiben lassen und trainiert jetzt seit wie vielen Wochen damit? Ich habe keine Ahnung, seit einer gefühlten Ewigkeit, richtig, Äonen, um es so zu sagen, quasi seitdem die Ancient Aliens die Erde wieder verlassen haben, trainiere ich nach dem Zeug. Und wir wollen diese Podcast-Folge nun dazu nutzen, so ein bisschen diese Story aufzuarbeiten. Wie kam es dazu? Was hast du jetzt bis jetzt gemacht? Und wie geht es dir dabei, und was hat sich der Trainer dabei gedacht? Erst einmal vielleicht, Christoph, von dir ein paar einleitende Worte, wie du das Ganze so nach der letzten Podcast-Folge gesehen hast. Also wir haben uns ja mal für ein Erstgespräch zusammengesetzt vor, glaube ich, 4, 5 Wochen, und haben mal das Grundlegende geklärt, um da mal klarzustellen, worum es denn wirklich geht, und dass halt nicht jede Woche ein Wettkampf stattfinden kann. Peter schaut gerade unglaubwürdig, für alle, die ihn nicht sehen. Genau. Und der liebe Peter hat dann bei 1, 2 oder waren es dann doch 3 Bier grummelnd eingestanden, dass das vielleicht dann doch möglich wäre, dass er sich dazu hinreißen lässt. Und so sind wir dann in das Ganze reingestartet und machen seit 3 Wochen, sehe ich da in Training Peaks, macht der Peter brav
alle Einheiten, man glaube es kaum, ja, die ich mir so ausgeschnapst habe. Ja, aber ja. Was sind so die Parameter, wo du sagst, die hat der Peter erfüllen müssen, damit überhaupt es Sinn macht, ihn als Lehrling zu nehmen? Weil man muss auch dazu sagen, so ein guter Lehrling wie ich wird er halt nicht sein, aber das halt vielleicht der zweitbeste Schüler, den du hast. Naja, die grundlegenden Parameter sind, die ich halt gerne bei Athleten sehe, ist, dass man sich ein Ziel setzt, was auch immer das ist. Ansonsten macht es ja kaum Sinn, strukturiert zu trainieren. Muss nicht unbedingt jetzt ein Wettkampf sein, kann auch, also nicht sein, beim Peter vielleicht nicht abnehmen, sonstiges in der Richtung. Wäre aber ein schönes Ziel. Wäre ein schönes Ziel, ja. Stell mir einen Trainingsplan zusammen, damit ich 7 Kilo in einem halben Jahr abnehme. Nur über Training. Das wäre eher für einen Trainer ein Ziel, oder? Für mich wäre das ein Ziel, ja. Ich brauche nur 6 Kilo abnehmen. Nein, ich meine, dass das für dich eine Herausforderung ist, in Peter so zu quälen, dass ich überhaupt was abnehmen kann, weil noch weniger und das, wir schlittern in die Magersucht. Also das ist. Nein, wir machen genau das Gegenteil. Wir werden Peter ein bisschen da hypertrophieren und dann hat er ein paar Kilo mehr. Was? Wirklich? Ich soll ja ein BMI über 18 kriegen? Das ist ja schon fast adipös. Dann kann ich halt gleich zum Dr. No gehen. Ja, und nachdem wir festgestellt haben, ja, es gibt da doch einige Wettbewerbsziele, haben wir die mal eingetütet und daraufhin habe ich einen Makroplan erstellt, wo wir da ungefähr hinkommen, weil es ja doch ein Kompromiss sein musste, ja, weil der liebe Peter ja schon ein paar Anmeldungen hatte, die man da irgendwie, ja, berücksichtigen musste. Ja, also es ist nicht ganz optimal von der Makroplanung her, aber ja. Üblicherweise Gespräche mit mir laufen umgekehrt ab. Da redest du mir Wettkämpfe ein und ich versuche dir irgendwie zu sagen, dass sie nicht optimal sind. Ich glaube, es ist einer der wenigen Erstgespräche, wo du eher die umgekehrte Situation vorgefunden hast. Aber lass uns vielleicht einmal dann die andere Seite kurz beleuchten. Mit welchem Gefühl oder mit welcher Erwartung bist du in dieses Erstgespräch gegangen, Peter? Und wie kamst du dann da irgendwie so ein bisschen raus aus dem Ganzen? Rauskommen bin ich aus der Nummer gar nicht, wie du merkst. Stimmt auch. Wie ich hineingegangen bin, ich habe mir gedacht, schauen wir einmal, ob es wirklich so tragisch ist. Also das erste Gespräch. Dann habe ich festgestellt, ja, ist es. Dann habe ich mir die 2-3 Bier genehmigt und habe mir gedacht, ach, was soll's? Dann unterzeichne ich halt mit Blut. Die Seele kann er haben, die muss ich sich halt teilen mit den anderen 100, denen ich schon versprochen habe. Ist ja nicht mein Problem. Dann haben wir gedacht, na gut, wenn ich denn das schon mache und du den Peter in dir herauskehrst und ich jetzt da versuche, den Flow in mir zu finden, dann machen wir halt sowas und dann machen wir es aber gescheit. Dementsprechend wird es halt, sofern es mir irgendwie möglich ist, werde ich halt wirklich jedes Training machen und werde mich an die Trainingsvorgaben halt halten und schauen, was dabei rauskommt. Natürlich habe ich gewisse Wettkampfziele schon also im Kopf gehabt, also die haben wir dann besprochen, was so das A-Ziel des nächsten Jahres ist. Ja, und dann war ich halt gleich bei 2 Wettkämpfe angemeldet, gleich am Anfang und dann auch rundherum um das A-Ziel und heute werden wir sicher noch mal drüber reden, dass vielleicht dazwischen noch das eine oder andere gehen sollte, weil das ist ja quasi im Training und ich verstehe einfach viel Sachen nicht. Aber was war so deine, wir haben ja schon am Anfang gesagt, und das ist ein bisschen Spaß, aber du warst ja doch etwas, du hast ja länger überlegt. Was waren so deine Ängste, die du hattest, dich jetzt da deinen Trainer zu nehmen? Weil du warst es ja jahrelang gewohnt, frei Schnauze nach Lust und Laune zu trainieren. Und dass das jetzt nicht ohne Veränderung vonstatten geht, war, glaube ich, auch klar. Aber was waren so die Veränderungen, die dir so ein bisschen, die dich überlegen haben lassen, das überhaupt wirklich durchzuziehen? Naja, das, was von vornherein klar war, in meinem normalen Berufs- oder Lebensalltag, ist,
das Training jetzt dann nicht die erste Geige gespielt hat. Das wussten wir. Und dass das eine Veränderung darstellt, war mir schon klar, dass wenn ich jetzt, weiß ich nicht, statt 2 Trainings die Woche, 10 Trainings die Woche da drinnen stehen habe, dass ich das irgendwo einplanen muss, war mir schon irgendwie bewusst. Das heißt, ich habe erstens nicht gewusst, geht sich das irgendwie aus? Und das Zweite, wo ich auch nicht gewusst habe, geht das irgendwie, das war, wie sehr keinen Spaß wird es mir machen? Also, wenn ich irgendwann dann draufkomme, dass ich einfach gar keinen Bock mehr habe zum Laufen, also so gar keinen Bock mehr, dann werde ich mir die Sache sicher nochmal überlegen. Ja. Weil das ist nicht, das ist ja auch nicht Ziel der Übung. Der große Vorteil an der Geschichte, jetzt da auch Mittrainer ist, und ich glaube, das weiß der Trainer auch, dass man mich relativ stark triggern kann über Wettkampfziele. Das heißt, ich weiß aus Kindheitstagen noch, Training muss keinen Spaß machen. Man trainiert nicht des Trainings wegen, sondern man trainiert des Wettkampfs wegen. Punkt. Und Training muss nicht lustig sein, sondern Training muss einen Zweck erfüllen. Ja. Wenn ich natürlich einen langen Lauf am Wochenende mit Freunden machen will, auf die Rax rauf, dann das macht Spaß. Das ist dann aber, das ist natürlich auch irgendwie Training. Aber 10 mal 800er, also wirklich, jeder Clown da draußen, der mir sagt, Tausender Intervalle sind lustig, der soll das mal vor meiner Haustür machen und ich schmier ihm einfach jedes Mal, wenn er vorbeikommt, nach dem Tausender Intervall schmier ihm eine und dann frage ich ihn nochmal, ob es lustig ist. Wir können das gemeinsam beim Latz machen und dann kannst du meine schmieren. Also. Intervalltraining ist nicht witzig. Ja. Es macht vielleicht Sinn, aber lustig. Lustig ist, am Freitag auf die Nacht beim Bier zum Sitzen und deppert reden. Das ist lustig. Mit einem 190er Puls im Kreiskoffern ist nicht witzig. Das stimmt. Aber kurz den Trainer wieder zurückgeholt in das Ganze. Also wenn du jetzt so eine Situation vorfindest, wo berufliche, ich sage mal, Umstände ist natürlich immer was, mit wo man mit jedem Schüler irgendwie umgehen muss. Und dass der Peter da besonders, ich glaube nicht, dass es besondere Umstände sind, aber es sind Umstände, die man berücksichtigen muss. Wie versucht man das irgendwie in seinen Trainingsplan schreiben, irgendwie sinnvoll einzubauen? Oder wie nimmt man da irgendwie drauf Rücksicht? Nimmt man da keiner drauf Rücksicht? Wie macht man das so? Oder wie machst du das so? Na, ich versuche natürlich bei jedem Athleten, bei jeder Athletin darauf einzugehen, wie das persönliche Umfeld sich darstellt. Das ist eh ganz klar. Und wie die zeitlichen Gegebenheiten sind. Und verwende dazu ja auch so ein nettes Excel-File, wo man unter anderem eben auch wenn es vorhanden ist, eine normale Wochenstruktur eingeben kann und eben dort gewisse Zeiten, Tageszeiten blocken kann. Und darauf nehme ich natürlich dann Rücksicht, dass eben dort kein Training stattfindet. Beim Peter war es eigentlich relativ einfach, weil, ja. Ich habe keine Zeiten geblockt, um genau zu sein. Genau. Bei mir ist es so, wenn ich es früh genug weiß, kann ich mir sehr viel einteilen. Also hat sich bis jetzt, das war ja, du hast ja vorher gesagt, eine deiner Befürchtungen hat sich bis jetzt, höre ich jetzt heraus, als Außenstehender, nicht ganz so tragisch dargestellt. Doch, wie es jetzt. Ui, ui. Aber du hast doch gesagt, also, Peter, das in der Früh, das Laufen um 5 in der Früh, das war leiwand, oder? Das ist total gut. Also ich habe jetzt da ja auch, für alle, die das irgendwie näher verfolgen wollen, gibt es auf Instagram jetzt da immer wieder mal Stories, um das näher zu verfolgen, wie das Training so läuft. Und ich versuche, die jeweilige Stimmung auch mit Musik zu unterlegen, also mit dem Lied des Trainingtags. Der 5 Uhr Morgenlauf im Wind bei Regen, 18% Steigung, super. Also ich sage euch nur, bergauf, hochpulsig und dann dafür als Belohnung runtergehen. Genau meins. Da lacht das Herz. Ne? Ja, da lacht das Herz. Aber bevor wir zum genauen Trainingsplan kommen, würde mich noch eins interessieren, Christoph. Jetzt, der Peter hat ja jetzt ein A-Ziel. Wir können nicht darüber reden, was dein A-Ziel ist, Peter, oder? Das ist ja. Der IRTF nächstes Jahr.
Genau. Genau. Wie bist du jetzt da speziell in Beta angegangen? Was sind jetzt die ersten Schritte, die du machst, um in der Richtung IRTF 2022 vorzubereiten, bevor überhaupt noch was im Training Peaks gestanden ist? Nein, vor allem, es ist ja auch nicht IRTF Finishen. Genau, du wolltest, magst du sagen, welche Zeit du laufst? IRTF Sub 17. Sub 17. Genau, und die letzte Zeit war ja irgendwas 19. Hohe 18, 19? Okay. Ja, ich glaube auch, sie haben irgendwie 18,52 hingeschrieben und beim Flo haben sie 19 irgendwas hingeschrieben, wir sind aber gemeinsam ins Ziel gelaufen. Also, wir verlinken das in den Shownotes, da bist du aber ziemlich rumgebummelt. Also selbst da hättest du, glaube ich, schon eine niedrige 18, wäre, glaube ich, definitiv drin gewesen, um das ein bisschen einzuordnen. Okay, entschuldige, Christoph? Aber in der Regel funktioniert das relativ einfach, sage ich jetzt einmal. Zum einen schaue ich mir natürlich das A-Ziel an, wenn's schon mal gelaufen wurde, beziehungsweise generell in dem Fall, wie schaut das Höhenprofil aus, die Gegebenheiten dort. Dann könnte man sie in dem Fall, das werden wir noch genauer dann analysieren, wo die kritischen Stellen sind, wo geht's bergauf, bergab, wie sind die Gegebenheiten, wo kann man Zeit rausholen. Wir wissen eben aufgrund der Vorbesprechung, dass bergab laufen ja nicht das Problem ist, sondern eher im bergauf dann auch Verbesserungspotenzial vorhanden ist. Das heißt, wir werden da den Fokus mal generell drauf legen und dann wird einfach von dem A-Ziel nach hinten geplant, beziehungsweise zurückgeplant. Und da haben wir jetzt noch ausreichend Wochen, um eben noch eine schöne Vorbereitungsphase einzuschieben, wo wir uns ein bisschen um Krafttraining kümmern, ein bisschen da mal Anpassungen vornehmen. Mit sensomotorischen Trainings können wir uns nachher noch anschauen. Muskelausdauertraining auch am Berg und gehen dann in ein spezifisches Training über und auch mit Vorbereitungswettkämpfen. Das wird dann now we are talking. Genau. und kommen dann so zu unserem A-Ziel. Gibt es keine Grundlagenwettkämpfe? Naja, du hast da ein bisschen was eingetragen. Wenn's reinpasst, kann man es machen, ja. Aber das nehme ich als Ja. Tempo, ja? Das nehme ich als Ja. Hervorragend. Und so aus, ich sage mal, aus trainingswissenschaftlichen Sinn, wo der Peter steht und was so, also ich meine, das jetzt bergauf seine Stärke ist, oder das Verbesserungspotenzial ist, das ist etwas allgemeiner, natürlich schon ein bisschen speziell, aber jetzt nicht so irgendwie, ich weiß nicht, ich habe auch nachgedacht darüber, eine Spiro oder ein Laktat zu machen, um mal zu schauen, in welchen Bereichen bewegen wir da uns und wie kann man quasi sinnvoll, wissenschaftlich natürlich, sinnvoll drehen. Ja. Natürlich machen wir einen obligatorischen Mobility-Check, wo man sieht, ob es irgendwo Verkürzungen gibt, ob wir irgendwo mobility-mäßig eingreifen müssen oder auch kraftmäßig und natürlich auch eine Leistungsdiagnostik. In dem Fall machen wir einen Laktattest und haben dann eben unsere Trainingsbereiche, die wir Peters Augen funkeln schon, wenn er der freut sich auf Laktattests und Mobilität und das ist genau Peters. Peter, das ist deins, oder? Das ist meine Welt. Da bin ich ganz, ganz vorn. Kannst du dich erinnern, als wir den letzten Laktattest im Podcast besprochen haben und ich dich dann gefragt habe, was du jetzt damit machst und du hast gesagt, der Trainer sollte schon hinkommen, ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. Jetzt weißt du es dann. Ich kann mich auch noch erinnern an den letzten Kokoni-Test, wo vorher der Trainer gesagt hat, du, das ist so einfach mit diesem Düt, das kannst du gar nicht falsch machen. Und nachher gesagt hat, naja, ich habe deine Kurven schon, aber eigentlich können wir damit nichts anfangen, weil du warst steppert, dass du den Test machst. Das würde ich nie sagen. Du schaffst halt alles, Peter. Ja, ich kann entweder laufen oder mich auf eine depperte Tröten konzentrieren, aber nicht beides. Es ist kompliziert. Ich weiß ja nicht.
Okay, also jetzt haben wir das Arbeitsziel, wir haben zurückgearbeitet und der Peter hat jetzt, wie wir vorher schon gehört haben, 3 Wochen angefangen. Ich sage mal, Peter, magst du mal so grundsätzlich mal erzählen, was so deine Gefühle der ersten 3 Wochen sind? Genau. Also das erste allgemeine und noch immer anhaltende Ziel ist, das einfachste an dem ganzen Training ist das Laufen. Alles rundherum, irgendwelche Technik, Training Peak, Synchronisierung, Uhr geht nicht, da Herzfrequenz, irgendwas funktioniert nicht. Du musst dauernd auf die Uhr schauen, ob du eh im richtigen Herzfrequenzbereich bist. Dann musst du irgendwann fragen, ob diese blöde Uhr irgendwelche Runden kann oder nicht oder anderes Ziffernblattl und dann funktioniert der ganze Gack nicht und dann kriegst du kein GPS-Signal oder sonst irgendwas. Also ich glaube ja, dass das die Mentaltraining-Komponente an dem Ganzen ist. Und na, ich bin nicht aggressiv. Nur da weiß man dann wieder, dass Laufen das Einfachste am Laufen ist. Ja, das stimmt. Also, um genau zu sein, ich habe nicht gewusst, dass ein 5er Schnitt oder ein 140er Puls so kompliziert sein können. Sonst bin ich einfach nur immer laufen gegangen. Ja, aber die Uhr ist zumindest auch auftreten. Und ich meine, wir haben ja schon in einer der letzten Folgen da beim Lindkogel-Trail über dein, ich glaube, es war die Lindkogel-Trail-Folge, über deine Misere mit der Uhr berichtet. Das waren jetzt alles Dinge, wo ich sage, das wäre da irgendwie ohne Trainer, hätte das auch passieren können. Also außer das Training Peaks herum synchronisiere da, aber der Rest. Ja, schon, aber normalerweise wäre es mir halt auch völlig wurscht, ob ich 2 Minuten länger irgendwo auf oder obi brauche oder sonst was. Also ich brauche dieses Runden-Feature seit 6 Jahren einfach gar nicht. Dinge ändern sich, hm? Ja, ich brauche halt nicht nur einen Trainer, sondern auch einen Lakaien. Den hast du ja nicht gefunden, weil ich war ja dann der deine Uhr eingerichtet hat. Und ich hoffe, dass sie mittlerweile zur Zufriedenheit funktioniert. Mehr oder weniger, aber so hat halt jeder seine Position im Leben. Richtig, gell? Richtig. Der Trainer ist dein Trainer und ich bin dein persönlicher Assistent. Sehr gut, das behalten wir so bei. Das heißt, ich brauche eigentlich nur laufen. Richtig. Passt. Ich habe gerade geschaut. Und wir sind schon wieder dort, wo du vorher warst. Ja, ich habe gerade geschaut. Also, weil du vorher gesagt hast, die Wettkampfkalender. Ich würde ja sehr lachen, wenn in deinem 22er Kalender, Flo, irgendwie Dinge auftauchen, die bei mir schon eintragen sind. Das kenne ich nur zu gut. Ich schmetter die meistens ab, also bei uns sind meistens umgekehrt, dass ich argumentiere, warum ich dann nicht mitmachen muss. Naja, zum Beispiel, wenn ich jetzt da Ende Juli schaue und du in Großglockner echt nicht laufen willst, weil du sagst, du willst denn echt nicht laufen. Ja, will ich wirklich nicht laufen. Das ich passt gut. Dann kannst du nicht laufen. Wieso nicht? Ja, dem Wochenende ist ja der Kainach-Bergmarathon. Achso. Und du willst ja die Dreier-Serie machen, also. Ja, schon mal. aber nebst den Dingen, wie ging's dir sonst mal mit Training? Berichte. Ich meine, das die Uhr-Serie haben wir schon geklärt, das ist ja jetzt auch für die Zuhörer nichts Neues. Also ich muss sagen, mich wundern ein paar Dinge. Oder ich verstehe ein paar Sachen nicht. Ich würde es einfach ganz am Anfang anfangen. Das erste Training zum Einstieg waren Bergsprints. Das heißt, soweit ich das mitgekriegt habe, war das zum Hügel hinlaufen, alles ganz super, dann x-mal, ich glaube 10 Sekunden, volle Kanne, relativ steil auf und dann im Bummel-G-Tempo runter. Ich glaube, 1 Minute oder 2, keine Ahnung. Ah. Egal, 2. Ja. Und das halt, weiß nicht, 6-mal oder so. Ganz ehrlich, what the fuck? Also, wofür oder wogegen soll das sein? Ich mach's, aber warum? Lieber Peter, du kannst dir natürlich auch gerne 200er oder 400er Intervalle auf der Laufbahn gönnen, ist aber dann nicht so ganz spezifisch. Ja? Hier geht's einfach um den Ausbau der anaeroben Kapazität. Ja? Und nachdem du ja als A-Ziel einen Trail ausgesucht hast, ja, machen wir das Ganze natürlich auch auf dem Berg. Aber was baut das aus? Also was mache ich auf 10 Sekunden? Also 10 Sekunden Vollgas? Also was? Also ich, ganz ehrlich, ich verstehe es einfach nicht, was macht die Einheit? Du hast den Vorteil, wenn du so kurz hältst, dass du
kein Laktat produzierst, ja, dass du alaktazid unterwegs bist. Das heißt, du kannst von dem Wiederholungen wesentlich mehr machen, als wenn du blau rennst. Ja, das zum einen. Das heißt, das ist der erste Vorteil. Und zum anderen hast du natürlich dann ein enormes Krafttraining auch dabei, ja, weil es möglichst steil sein sollte. Mhm. Mhm. Das heißt, am besten 20% oder mehr. Oder mehr, ganz okay. Genau. Ich habe sogar, die ersten habe ich auf der Nase damals gemacht, die hatten irgendwie so 35-40%. Da bist du dann schon sehr langsam unterwegs und ich bin dann irgendwie auf die eiserne Handstraße da ausgewichen, wo man ein bisschen mehr laufen kann. Aber ich höre raus, das ist halt kurz, knackig und mehr als 10 Sekunden, da, ja, das gibt da eh genug. Und warum muss ich 2 Minuten Pause machen dazwischen? Also ich habe mir tatsächlich schwer dann, dass ich die Distanz, die in 10 Sekunden auflaufe, 2 Minuten runtergehe. Also da bin ich schon schleifen gegangen. Ich bin auch immer schleifen gegangen früher. Ja. Also links, rechts, genau. Links, ja. Rechts, ja. Links, rechts. Ja, da geht es einfach darum, dass du die vom zentralen Nervensystem so wieder erholst, dass du das wieder hundertprozentig abliefern kannst. Ja. Okay. Mhm. Und eigentlich sollten die alle gleich schnell sein wahrscheinlich, oder sort of? Ja, maximal halt. Ja, ja, aber wenn du jetzt dann Maximum machst, 10 Mal, und du bist dann nachher wieder genauso erholt wie vorher, sollten es eigentlich dann... Ganz genau, ja. Sind es jedes Mal maximal, ja. Okay, na gut. Dann hatten wir relativ viele Läufe dabei. Also ich mache jetzt irgendwie geschätzte 5 Mal mehr Läufe pro Woche wie sonst. Das heißt nämlich quasi fast jeden Tag, weil es sind 5 oder so. Statt an. Und davon sind irgendwie 4 von 5 sind irgendwie in einem Pulsbereich von 120 bis 140. Ja, das sind halt deine alten Grundlagenwerte von deinem letzten Laktattest. Ja. Wieso? Natürlich brauchen wir, ja, wir machen natürlich hauptsächlich Grundlageneinheiten. Für was deine, bringt mir das? Ja, damit du möglichst lang in einem aeroben Zustand deinen IRTF absolvieren kannst. Ja. Man sagt ja immer so 80-20, oder? Es gibt so dieses 80-20-Prinzip. Genau, 80-20-Modell, 80% aerobes Training, 20% anaerob oder noch weniger. Ja. Und ohne Grundlage wirst du eher schlecht ausschauen dann. Ja. Da ist ja auch diese Methotone-Method, oder wie die heißt, ich spreche das sicher falsch aus, der macht ja nur Grundlage, und dadurch, dass du quasi im selben Pulsbereich dann irgendwann auch schneller wirst, baust du Grundlage auf und du wirst dann dadurch irgendwie schneller, dadurch, dass du langsamer läufst. Naja, ich kann es von der anderen Seite angehen. Wie ich zum Laufen angefangen habe, bin ich einen Fünferschnitt gelaufen auf 5 Kilometer mit einem Puls von knapp 180. Heute in der Früh durfte ich einen nüchtern Lauf machen um, weiß ich nicht, kurz vor 6 in der Früh. Das ist total gut, um das nochmal festzuhalten. Das ist super, sehr super, so super, das ist super, super. Das war knapp unter einem 5er Schnitt und war mit einem Puls von, ich weiß es nicht, 135 oder so. Das heißt, über die Dauer, also über 5-6 Jahre, laufe jetzt auch das gleiche Tempo, nur halt, weiß ich nicht, statt im 180er Bereich jetzt da halt auf 135. Und das ist, glaube ich, nicht nur das Alter. Und ich glaube aber nicht, dass ich viel Grundlock gemacht habe bis jetzt da. Aber es ist einfach die Masse, die Menge an Laufen. Die Kilometer hast du trotzdem gesammelt und Adaption findet ja trotzdem statt. Auch wenn du jetzt dauernd nur herbierst, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber zuträglich ist es halt nicht deinem Körper, ja, wie du ja selbst merkst. Und Anpassungen, moderate Anpassungen vom Herz-Kreislauf-System, Mitochondrien, Herz, Pumpvolumen und so weiter, ja, ist natürlich wesentlich intelligenter, wenn du das im Grundlagenbereich forcierst und nicht durch harte Intervalle. Ja. Also harte Intervalle sind nicht gut.
Okay, schon, check, habe ich mitgenommen. Schon, aber nicht zu okay, also kein Crack mehr rauchen und keine Intervalle. Okay, check. Der Peter hat vorher die 0-100-Methode gefahren. 0 aerob, 100% anaerob. Genau. Das kennt man in der Superkompensation als die neue petersche Trainingsmethode irgendwie. Ja, bin ich ganz dafür. Vor allem, ich habe bei der Superkompensation dann neulich, das war ja das quasi der Auftakt des Trainingsalltags, war mal der Lindkogel-Wettkampf und der Linz-Marathon. Ich habe mir gedacht, wir müssen von irgendeiner Basis aus starten, also starten wir einfach einmal von einer eigenen Marathon-Bestzeit, damit nichts sein kann. Und vom Linz-Marathon, das habe ich letztes Mal vergessen zu erwähnen, bin ich ja draufgekommen, es gibt einen neuen Zaubertrunk. Bier, zwei Tage vorher, ist gut, aber als richtiger Afterburner Blubberwasser. Einfach mit der Oma zwei Sekt am Vorabend, da geht was weiter. Aber das Einzige, was ich mich jetzt frage, werter Trainer, ist, der Peter erzählt, dass er jetzt 135, also den 5er Schnitt in 135er Puls läuft, was ja jetzt erst einmal für diese Geschwindigkeit relativ niedrig pulsig wirkt für mich. Also wenn ich 135er Puls laufe, glaube ich nicht, dass ich ihn unter 5er Schnitt gelaufen, schon jemals gelaufen bin. Kann mich nicht erinnern. Aber müsste man, also das wirkt mir jetzt doch dann etwas schneller als ich. Trotzdem ist seine Marathon-Bestzeit jetzt, die er ja vor kurzem aufgestellt hat, doch mit 8 Minuten deutlich hinter meiner. Und auch da, ich mir schon gar, dass ich sie jetzt nicht, die 3:10 nicht mehr laufen würde. Aber auch, wie ich damals gelaufen bin, glaube ich nicht, dass ich im Training diese Werte gelaufen habe, die der Peter aktuell läuft. Ich frage mich manchmal, wie kommt das oder was ist da, wie ist das irgendwie so zu erklären? Hast du da so spontan eine Antwort für mich? Naja, da könnte man mal zum einen schauen, wie schaut es muskulär aus. Ja, Muskelfaserzusammensetzung, vielleicht ist er da besser aufgestellt. Macht man das mit Stanzen oder wie? Naja, wenn du das ganz genau wissen müsst, muss da Muskel. Ja, darum frage ich auch, wie macht man ja, das? Genau, dann musst du es rausholen, ja? Ja, das lassen wir. Ja. Ja, lieber, so interessant ist dann auch wieder nicht. Also das wäre mal das Erste, ja, biologische Vordisposition zum einen und ja. Ist so, oder wie? Genetische Besonderheiten wäre möglich, ja. Okay. Was ich bei mir merke, ist, dass ich, also jetzt beim Marathon habe ich einen Schnittpuls gehabt, glaube ich, von 160 oder so. Also das war eigentlich ganz okay, würde ich jetzt einmal sagen, oder 160, 165, glaube ich, am Schluss, oder 170. Das heißt, eigentlich okay, wenn ich mir meine Marathon anschaue von vor 2 Jahren, war ich, glaube ich, um 10 Schläge höher ungefähr, obwohl ich am Schluss 10 Minuten langsamer war. Ja. Jetzt merke ich aber beim Training auch, 5 Sekunden schneller, was weiß ich, 4:40, 4:45, das sind dann schon ein paar Schläge um. Also da geht es dann relativ steil nach oben. Ja, weil, um da nochmal kurz einzuhaken, was mich schon immer gewundert hat, dass ich in meiner Dauerlauf-, Grundlagenzonengeschwindigkeit über die letzten Jahre gefühlt nie wirklich schneller, also ein bisschen schon, also wie ich angefangen habe, bin ich irgendwas Mitte 6. Schnitt, aber so wirklich, dass ich sage, ich merke, dass ich da wahnsinnig viel schneller werde, ich laufe dann mal konstant unter dem 5er Schnitt, das ist mir irgendwie noch nie passiert. Trotzdem sind aber meine Marathonzeiten und all meine Zeiten irgendwie über die letzten Jahre besser geworden. Deswegen, das schwirrt mir immer so ein bisschen im Hinterkopf, warum ich nicht im Training signifikant, also Regenerationslauf laufe ich noch immer in einem 6er Schnitt. Trotzdem werde ich schneller, das ist mir ein Mysterium manchmal. Ja. Was ich meine? Ja, hinzu kommt vielleicht auch noch, können wir auch mal schauen, maximale Sauerstoffaufnahme. Vielleicht bist du auch genetisch bevorzugt, ja, von Haus aus schon mal. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich einfach zum Rauchen aufgehört habe. Dann kommt noch dazu das Gewicht, ohne dir jetzt da näher treten zu wollen, mein Musterschüler. Ja gut, nimm Peter ist jeder Blatt. Nein, vielleicht solltest du aber die Schwangerschaftskilo abbauen. Das gebe ich schon zu, aber nimm Peter als dünn dazustehen, ist eine Herkulesaufgabe.
Das stimmt, ja. Und auch dir näher treten zu wollen. Ja. Nein, aber ich war auch bei meiner Marathon-Beste in Barcelona nicht viel leichter als jetzt. Also ich habe mein Gewicht bis auf beim Halbmarathon, wo ich kurz mal weniger hatte, eigentlich immer relativ gleich geblieben. Müssen wir jetzt essen. Ja, es geht nicht um mich. Ja, vor allem das Gewicht ist da ja nicht, glaube ich, die Hauptausschlagsgeschichte, weil beim Linz-Marathon ist jemand mitgelaufen, der Michael, der hat, weiß ich nicht, der ist 2 Meter groß zwar oder was er nicht, 1,98, aber der hat irgendwie 90 oder 95 Kilo gehabt und ist aber trotzdem 3,8 gelaufen oder 3,5 oder so. Also das. Und das war aber jetzt dann nicht keiner seiner schnellsten Läufe. Also der ist eher Sub-3 normalerweise. Ja, und ist aber aerodynamisch wie eine Einbauküche und hat irgendwie gefühlt einen Windschatten wie ein Hammer. Ja. Und ich denke mal, wenn das Gewicht wäre, dann müsstest du auch im Marathon deutlich dann irgendwie vor mir liegen, weil das, du weißt, dann schneller laufst, bist du dann plötzlich nicht schwerer. Weißt du, was ich meine? Deswegen, ja. Naja, das, beim Marathon fehlt halt das spezifische Training eindeutig beim Peter. Ne? Ja, und anstrengen müssen wir halt auch. ja, aber das mit dem Marathon ist ein guter Hinweis, weil das ist was ich mich auch frage. Es sind viele, viele Läufe bei 120, 140 Puls, also so regeneratives Herumgeeiere, dafür halt dauernd statt und dafür halt keine 30 plus Läufe. Also es ist kein langer Lauf am Wochenende mit, oh, lauf einmal am Marathon oder lauf einmal 30 Kilometer mit 2000 Höhenmeter, sondern es ist so, weiß ich nicht, 15 Kilometer mit 500 Höhenmetern und du denkst, oder 16 und denkst du so, ja, okay, warum? Naja, weil wir einmal langsam starten. Ja, aber ich dachte, die Grundlage ist Kilometer sammeln oder bin ich jetzt einfach völlig falsch gewickelt? Die Grundlage ist Kilometer sammeln, aber eins nach dem anderen. Ja, wir müssen einmal langsam aufbauen. Ja, du kannst nicht gleich mit einem Wochenumfang von 100 Kilometer starten. Sonst besuchen wir wieder die Physiotherapeutin. Ja? Vielleicht mag ich die Physiotherapeutin aber öfter sehen. Geh mit ihr auf den Kaffee. Genau. Das ist günstiger, das ist richtig. Na, also da müssen wir schon mal die Kirche im Dorf lassen und ja, das Ganze mal langsam starten, aufbauen langsam und dann kommen wir natürlich auch mal in die Richtung, wo es richtig Spaß macht und wo du dann zu Hause erklären kannst, dass du die nächsten 4 Stunden nicht zu Hause bist. Ja, aber wobei, das ist ja dieser Jahresplan quasi, weil du hast ja da irgendwie ganz am Anfang hast du Grundlage, dann hast du spezifisch, also so erste spezifische genau. Geschichte, zweite und dann ist irgendwann so Wettkampfvorbereitung und dann Tapering und bla. Mhm. Und wenn ich mir das so richtig angeschaut habe, müssten wir ja so Mitte Dezember dann schon fast aus der Grundlage Richtung spezifischeren Geschichten kommen mit etwas längeren Läufen, also zum Beispiel mal einen Halbmarathon mit einem Viertelmarathon einlaufen, einem Viertelmarathon auslaufen, oder? Zufälligerweise in Langenzersdorf. Das ist nur so eine Idee. Ich hätte ja auch gute Strecken. Die ist auch nicht so lang, die Strecke. Richtig, richtig, richtig. Das ist gar nicht. Und man könnte es auch zur Trainingsüberwachung gleich direkt nehmen, man muss nur mitlaufen. Also ich bin kein Freund von Marathons, die noch so zu flach sind, ja, in dem Fall. Okay, was heißt von einem 4-Stunden-Lauf? Und auch noch dazu nicht gerade einpassen. Von was? Was hältst du für einen 4-Stunden-Lauf? Weil du hast ja auch Schülerinnen, die so 6- und 12-Stunden-Läufe machen und man muss ja nicht mit 12 Stunden anfangen. Was hältst du von einem 4-Stunden-Lauf? Also unter uns der Marathon in Langenzersdorf passt nicht so ganz hinein in den Trainingsplan. Ja, also das wäre mir noch eine Spur too much. Aber ja, kann man natürlich machen, ist auch nicht spezifisch. Ja, es ist keine also Grundlage.
Keine Höhenmeter, auch Berg ist Grundlage, wenn man ihn langsam genug läuft. Auch runter langsam genug, Peter. Ja. Ich find, also wie mir der Peter erzählt hat, dass er schnell rauflaufen muss und runter gehen muss, selten habe ich ihn so verfallen gesehen, dass ihm wer sagt, er muss runtergehen. Das ist so, keine Ahnung. Ich weiß jetzt aber, es ist gestanden, ich muss runtergehen und es war aber eine Pulsvorgabe. Also ich weiß jetzt da, dass ich an 112er Puls auch im 6er Schnitt ob ich gehen kann. Es war noch gehen. Alter, ich wäre froh, wenn ich das laufen könnte. Ja. Es war knapp am Laufen, aber es war noch gehen. Aber jetzt hat so ein bisschen der Peter berichtet aus seinen, wie soll ich sagen, holpriger Start übertrieben, aber seinen Gedanken. Wie hast du so die ersten drei Wochen, Christoph, gesehen? Wie hast du ihn Peter so erlebt und was war so dein erster Eindruck? Naja, ich war schon mal schockiert über die gleich erstmals eingetragenen Wettkämpfe da drinnen. Da ist gleich mal losgegangen mit Lindkogel und Linz-Marathon innerhalb von einer Woche. Das freut das Trainerherz. Ja. Das eine war flach, das andere war mit Höhenmeter. Also das ist ja quasi vielseitig. Hat jetzt für mich in einer Vorbereitungsphase nicht viel verloren. Aber okay, sei mal so dahingestellt. Nehmen wir als Altlasten halt mit. Ja. Und es hat funktioniert, beides. Genau, Schmerzen sind nicht größer geworden. Ne? Richtig. Großartig. Wir sind auf einer Wellenlänge, ich sehe das schon. Und genau, und ja, die ersten Bergsprints, diese erste Einheit, die habe ich einfach auch nur just for fun jetzt mal reingegeben, damit so als Begrüßungseinheit, weil wir eigentlich zu den Bergsprints dann ein bisschen später in der Periodisierung erst kommen. Und ja, war nur so ein Welcome-Geschenk quasi. Also einfach nur zu Fleiß. Richtig. Danke. Ich glaube, du hättest dich nicht besser ärgern können am Anfang. Ja, und ansonsten ja, habe ich halt versucht, aus diesem Bewerbswahnsinn zusammenzukürzen, was geht. Ich glaube, wir haben da eh immer noch genug Missverständnisse von wegen Lindkogel-Trail mit 54 Kilometern und eine Woche später ein Marathon in Linz. Ah ja, der ist ja auch. Ich glaube, das kann sich nur um ein Missverständnis handeln. Was? Ja, also unsere Jahresplanung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Wir sind uns zwar einig über unser A-Ziel mit dem IRTF. Vor allem beim Lindkogel bin ich ja angemeldet, gell? Und der Lindkogel, ja, der ist super als Vorbereitung im Ende März. Ja. Ich glaube, nur der Marathon eine Woche später ist der nicht so ganz in die Vorbereitung passt. Auslaufen vom Lindkogel ist eh kürzer. Na, da kannst du auf Swift setzen, das liebst du ja so sehr, ein bisschen ausradeln. Swift ist jetzt eigentlich noch viel besser. Darf ich ja nicht. Steht ja nicht im Trainingsplan. Hättest du vor Jahren geglaubt, dass du diesen Satz jemals sagen wirst? Na, glaube ich jetzt da? Na. Da muss ich aber auch widersprechen, weil hin und wieder gibt es zur Regeneration doch Radeinheiten. Ja, 40 Minuten ausradeln am Pulsbereich, wo ich genauso gut am Großvatis Heimtrainer aus die 80er mit Zwarer Widerstand umeinander Gurken kennt. Die Einheiten kannst mit dem, weiß ich nicht, mit irgendeinem Einkaufsradl machen. Okay, können wir gerne umsetzen, ja? Körbchen vorne und wir filmen schon. Aber schau, Peter, wenn du irgendwie auch fordernde Radeinheiten willst, es gibt da so eine Sportart, die irgendwie Laufen, Radfahren und noch eine andere Sportart kombiniert. Also da hättest du dann, wenn du das trainierst und da vielleicht für eine Langdistanz dich anmeldest, dann könntest du auch auf Swift dich ordentlich austoben. Was? Du meinst jetzt da, nein, du hast das falsch verstanden. Beim modernen Fünfkampf kommt Radfahren jetzt nicht dazu. Ach so. Weil
Laufen, Radeln und mit einer Laserpistole schießen, da war ich schon dabei. Alles klar. Wenn er das Reiten wäre, gell? Das wäre für mich ganz schwierig. Pferd haben, ja. Reiten können, naja. Du kannst noch hinfahren und das betreuen. Genau, das kann ich. Füttern, putzen, spazieren gehen, mit dem Pferd laufen, geht so einigermaßen. Das ist aber dann kein Grundlagenpuls mehr, das sage ich euch gleich. Das kann ich mir vorstellen. Das Pferd kommt von der Rennbahn, also das ist bei mir Maximalpuls. Ja, aber um zurückzukommen zu deiner Frage, ja, es ist ja, war durchaus herausfordernd, die erste Planung. Und insofern schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Das mit dem Weihnachtsmarathon ist ja schon mal das, die nächste Hiobsbotschaft gewesen, ne, die da nicht so wirklich optimal ist. Aber soweit ich informiert bin, gibt es ja dort auch kürzere Distanzen, wenn es dabei geht. Halbmarathon mit Ein- und Auslaufen. Auslaufen. Habe ich vorher gesagt, Viertelmarathon einlaufen, Halbmarathon, ja, Viertelmarathon, ja, auslaufen. Ja, inklusive. Also gestern beim Crosslauf-Cup hatte ich ja danach auch Auslaufen noch eingetragen. Und im Gegensatz zu anderen Menschen habe ich das ja ernst genommen und bin danach auch mein Laktat wieder rausgelaufen. Mhm. Was man übrigens erwähnen muss, du bist ja recht erfolgreich den Crosslauf gelaufen. Magst du kurz mal erzählen? Ja, ich bin seit gestern offiziell Wiener Landesmeister im Crosslauf kurz in der AK40. Gratulation, Peter. Danke, das hast du gut gemacht. Er war zwar nur der einzige Teilnehmer, aber das wollen wir hier nicht erwähnen. Details. War das wirklich so? Das war jetzt nur geraten von mir. Das war wirklich so. Na gut. Wobei, bei den Masters wäre ich, glaube ich, insgesamt ein Dritter geworden, oder? Nur die allgemeine Klasse war halt einfach brutal schnell. Also die 20-Jährigen sind irgendwie mit 9 Minuten irgendwas auf die 3 Kilometer um die Ecken gekommen. Das war halt einfach nicht lustig. Ja, aber du warst nicht langsam unterwegs. Wir haben privat, glaube ich mal, oder Podcast, weiß ich gar nicht. Du wolltest, hast du eine Sub-11 anvisiert? Bist du gelaufen, aber da habe ich 11:38, glaube ich. Allerdings habe ich bei der Sub-11 habe ich einfach nicht mitkalkuliert, dass du da Heuballen hast, über die du drüber hupfen musst und irgendwelche Baumstämme und irgendwelche 180 Grad Kehren. Und die Baumstämme und die Heuballen waren nicht das Problem, aber diese 180 Grad Kehren, die kosten die halt einfach. Und wenn es nur 1 Sekunden ist oder 2. Und wenn du das halt 3-mal machst, dann sind das gleich einmal 10 Sekunden, 12 Sekunden, die einfach weg sind, ohne dass du jetzt irgendwie quasi gefühlt langsamer geworden bist. Und damit habe ich halt einfach nicht gerechnet, weil der Boden war jetzt da nicht tief oder so, das Wetter war super, also grundsätzlich hat das alles passt. Nur es war halt sehr kurvig, weil das alles nur auf diesem Sportplatzgelände war. Wenn du das wahrscheinlich in irgendeiner Au machst, dann hast du vielleicht ein bisschen einen tieferen Boden, möglicherweise, weiß ich nicht, aber du hast wahrscheinlich nicht so enge Kurven. Keine Ahnung. Und Sub-11 war halt auch sehr ambitioniert. Und die Höhenmeter hast du auch unterschätzt, ne? Den Südwald. Der Südwald war großartig. Das ist, also für alle, die das Leichtathletikzentrum in Wien nicht kennen, es gibt rund um die Laufbahn so eine leichte Böschung und auf der Südseite dieser Böschung sind, ich weiß es nicht, gefühlte 8 Bäume. Also in der Gartenabteilung vom IKEA ist es mehr grün. Aber Hauptsache der Ansager hat, wie die Jugend dort vorbeigegangen ist, sie sind jetzt gerade im Südwald unterwegs. Es war doch ein bisschen überraschend. Und das ist mir dann auch bei jeder Runde wieder durch den Kopf gegangen, wie ich dort vorbeigelaufen bin, dass ich jetzt gerade im Südwald bin. Aber hat irgendwer von euch zwei noch irgendwas, was er bezüglich der letzten 3 Wochen irgendwie loswerden will, fragen will, kommentieren will? Ja. Mich würde interessieren, was sagen die Daten? Also du hast ja, also der Trainer hat sich ja jetzt das angeschaut, was ich da so mache. Ich meine, ja, ich prügel halt jedes Training runter, das halt da drinnen steht. Eh alles super, aber ich schaue mir halt jetzt da tatsächlich die Daten, die Training Peaks hat, und das sind irgendwie
8 Millionen Metriken, die da drinnen stehen und irgendwelche lustigen Kurven, die in bunten Farben irgendwelche Sachen machen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht eingelesen. Ja. Sagen die irgendwas Sinnvolles aus, mit dem ich was anfangen kann? Oder ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Also jetzt ist es auf alle Fälle noch viel zu früh, da irgendwie auf irgendwas Rückschluss zu ziehen. Du hast deinen Linz-Marathon gehabt vor 2 Wochen. Wir haben da ganz easy danach gestartet mit Regenerationswochen. Den Crosslauf jetzt mitgenommen, just for fun. Und ja, da ist es noch viel zu früh, irgendwie irgendwelche Verbesserungen oder irgendwas rauszulesen. Ja. Und ja, da müssen wir noch mehr machen diesbezüglich. Du musst leider noch weiter im ruhigen Tempo dahin laufen. Super. Yay. Ja, hättest du das nicht im Podcast angekündigt? Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Da fällt mir aber ein, wo sind eigentlich deine Wettkämpfe, die du da eingetragen hast? Weil wenn du ein bisschen den Beta in dir rauskitzeln wirst. Meine? Ja, da führen irgendwie jetzt da so ungefähr 12 Wettkämpfe in den nächsten 4 Monaten. Naja, ich muss nicht in allem den meinen Peter rauskehren, oder? Ich trainiere einfach nur weniger. Ich nehme diesen Aspekt her. Und obwohl, die Woche haben wir ja wieder ein bisschen angefangen, würde ich sagen. Oder ja, aber anfangen. Die Winterlaufserie ist bald. Ja, man muss nicht übertreiben. Die ist gleich bei dir ums Eck. Das ist so weit weg. 2 Kilometer. Das ist Einlaufen. Richtig. Na, wir werden sehen. Wir fangen diese Woche wieder mal mit Intervallen an. Dann wird man wahrscheinlich eh wieder den Stecker ziehen und werde ich kurz mal am Zahnfleisch daherkriechen, wenn ich die ersten 200 oder 400 Intervalle auf die Laufbahn knalle. Und dann werde ich mich geerdet wieder mal. Aber ich habe es ja schon öfters gesagt nach den Folgen. Ich bleib meinem Motto noch treu. Jetzt erstmal nichts Spezielles vornehmen, sondern nur mal wieder back to the basics. Ich spekuliere aber, so im Frühjahr würde ich gern eine neue 5-Kilometer-Bestzeit, eine neue 10-Kilometer-Bestzeit aufstellen. Das ist so der grobe Richtplan, weil du mir ja, zuerst habe ich nur die 10-Kilometer-Bestzeit gedacht, die ich, der Trainer schaut skeptisch, mal schauen, wie realistisch das ist. Aber die 5-Kilometer-Zeit habe ich mir nur dazu genommen, weil du letztens die Podcast 5-Kilometer-Bestzeit aufgestellt hast und ich mir gedacht habe, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Die will ich wieder zurück. Was schaust du da? Wird ein spannendes Unterfangen. Wir sind unter uns, wie, Christoph, sag's einfach. Wie formulieren wir es diplomatisch? Es könnte hart werden. Ich scheue nicht davor, harte Trainings durchzuziehen. Das und solltest du knapp wissen. Ja. Ich meine, das Frühjahr kann man natürlich lang dehnen. Ja. wie siehst du das? Mit der Klimaerwärmung ist im Sommer eh noch relativ kalt, dann kann man das auch noch als Frühjahr gelten lassen. Genau. Und was, wie ist es beim Flo? Wenn er ganz schnell startet, dann ist ja diese Masse mal in Bewegung. Könnte man das vielleicht nutzen auf die 5 Kilometer? Na, aber beim Bob suchen sie immer wieder Anschieber. Und da geht es dann steil bergab. Aber wir hatten das ja bei vorigen Marathon-Bestzeiten auch. Es ist ja nun mal ein Grund, quasi wieder Intensität in den Trainingssaal zu bringen und an ein Ziel zu arbeiten. Ob es danach klappt oder nicht klappt, ist sowieso nicht beeinflussbar. Und ja, nein, es wird einfach, um jetzt da wieder ein bisschen seriös Input zu bringen, es wird einfach spannend aufgrund dieses Ultra-Trainings, das du ja doch lang genossen hast, zu sehen, wie viel Spritzigkeit da noch in deinen Beinen steckt, ja, und in deinem System. Viel. Und ja, genau, das befürchte ich leider auch. Und da eine neue PB aufzustellen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also ich würde mal sagen, wir können froh sein, wenn du in deine alte Richtung wieder kommst.
Soll so sein. Ich möchte da hinweisen, falls ihr mal so ein bisschen einen Check braucht, wo der Flo ungefähr steht, am 19. Februar ist im Neustift im Felde der Schottergrubenlauf. Der ist kurz und knackig, da kannst all out gehen und ein bisschen Laktat spritzen lassen. Ja? Ich war dann am Sonntag nicht bei der Crosslauf-Meisterschaft und habe dann einmal versucht, 3 Kilometer Gas zu geben. Ich muss sagen, die 4:30 haben sich schon mal einfach angefühlt, wenn ich mir überlegt, dass das mal mein Marathon-Tempo war. Es war jetzt nicht so, dass das nicht mehr gegangen wäre und dass das Ende Schicht im Schacht war. Aber ich muss sagen, für das, dass ich das mal 42 Kilometer durchgehalten habe, merkt man schon, dass ein halbes Jahr lang UTMB-Training irgendwie was mit dir macht. Aber das ist ja grundsätzlich auch, um nicht zu sehr vom Peter abzukommen, aber es ist ja grundsätzlich auch die Idee, quasi wieder neue Reize zu setzen und in eine andere Richtung umzuschlagen und einfach was anderes zu machen. Ja. Um das nicht, weil wenn du es irgendwann verloren hast, ist ja schön und gut, aber du musst irgendwann wieder dort anfangen. Und wenn du halt bei weniger anfängst, fängst du bei weniger an und kommst dort raus, wo du rauskommst. Aber nur so als Motivation motiviert es mich einfach, zu wissen, dass der Peter schneller ist und wenn dann das 5000er Wahl wehtut, du machst das 6. noch, weil du denkst, ich will diesen anderen Podcaster da überholen und ja, so ist es einfach. Verstehe ich. Ich habe aber noch eine Frage, die ist mir nämlich vorher untergegangen. Entschuldige, stelle. Zu einer Einheit nämlich. Ich glaube, dass diese Einheit noch oft kommt. Und bevor ich es dann das 18. Mal mache, würde mich interessieren, was sie bringen soll. Diese 10-5er-Runden. Weil, wie wir vorher schon geklärt haben, hat der neue Lieblingsschüler vom Trainer, kriegt er ja nicht nur die Trainings vorgegeben, sondern auch die Strava-Segmente gezeichnet. Und da gibt es eine Runde, also mit Einlaufen, Auslaufen, aber 10-5, das heißt diese 10 Minuten rauf den Hügel, die 18% und 5 Minuten runtergehen. Was macht die Einheit? Das sind lockere, sage ich jetzt einmal, so Muskelausdauer-Wiederholungsmethoden, ja, wo du Muskelausdauer trainierst. 10 Minuten Bereich ist für den Anfang finde ich völlig ausreichend. Du kannst dich nachher schön erholen und ist im Grundlagenbereich, beziehungsweise jetzt in der Vorbereitungsperiode, in der Grundlagenphase, einfach ein langsames Reinkommen in ein, ja, schwelliges Arbeiten, sage ich jetzt einmal, ja. Und hast gleichzeitig auch ein Kraftausdauer-Workout dabei. Also hier geht es eigentlich nur ein bisschen um Kraftausdauer-Workout, nicht zu hochpulsig. Ja, also so kein Schwellenlauf. Ich glaube, 160 war es, glaube ich, oder? 160 war es, glaube ich, 160 und dann 115 runter oder so. Genau, also es war, wenn ich jetzt nochmal schaue. Ich glaube, so habe ich es mir gemerkt. Ich glaube, 160, 110 oder so irgendwas habe ich mir gemerkt. Genau. Aber es sind, genau, ist jetzt kein Höhenmetertraining in dem Sinne, sondern es ist eigentlich nur, weil es gerade anwesend ist. Es ist eigentlich nur ein Kraftausdauer-Workout. Okay, ja. Ja, weil noch diese 10 Minuten rauf und 5 runter, also gefühlt ist es relativ wurscht, ob du das einmal machst oder 5-mal. Also ist es dann ja, glaube nicht, dass dir das dann wurscht ist irgendwann. Ja, also naja, beim 20. Mal wird es schon wehtun, aber muskulär wird es irgendwas tun, ja. Aber die ersten 5 Mal ist es jetzt genau. Nicht so, dass du sagst, ja, ich gebe jetzt da volle Kanne, dass ich oben was Gott. Genau. Das zweite Mal geht ungefähr gleich gut, genau, noch wie das erste Mal, und das vierte Mal wird auch ungefähr gleich gut noch gehen. Okay, es soll dir halt nicht ausnocken oder es soll auch kein Schwellenlauf sein in dem Sinn, sondern wirklich nur ein muskulärer Reiz, der aber herz-kreislauf-mäßig die nicht komplett wegschießt. Ja, also aber es ist jetzt so, ja, und das ist jetzt aber kein 1000 Meter am Stück Höhenmeter machen, weil das, ich meine, das geht bei uns sowieso schwer. Ja. Nein, und deswegen ist ja die Runde ganz nett und habe mir erlaubt, als Zusatzpräsent ein Strava rauszuarbeiten, ja, was nicht State of the Art ist. Ja. Nicht umsonst ist dein Motto Service is our success. Genau. Mhm.
Was passiert jetzt für die nächsten, also wenn wir diese ersten paar Wochen abschließen wollen, was passiert jetzt die nächsten paar Wochen? Geht das jetzt einfach so weiter? Wir werden jetzt mal in der Richtung weiterarbeiten, dann langsam, ja, Bergsprints vielleicht anfangen und dann in weiterer Folge, also in sehr weiterer Folge dann auch mit Schwellen arbeiten, ja. Und Wettkämpfen. Längeren Geschichten. Wettkämpfe, wenn sie reinpassen, können wir natürlich gerne berücksichtigen. Ach, warum passen Wettkämpfe schon mal nicht rein? Ein Wettkampf hat immer noch eine passt. Wenn ein Ultra, zum Beispiel ein Marathon geplant wäre, dann passt der nicht ganz rein. Ist ein Marathon hinter einem Ultra ist doch besser als zwei Ultras innerhalb von 4 Wochen, oder? Zwei Ultras innerhalb von 4 Wochen? Na, so wie der IRTF und der Mozart dann. Ja, das ist eh auch suboptimal. Ja, ja, was soll ich da sagen? Success ist mein Erfolg. Ja. Ich sehe schon, jetzt noch einiges diskutieren. Anders. Also wie gesagt, die Devise lautet ja immer, kann man machen. Die Frage ist, macht es Sinn? Ja. Ich habe ja gehört, dass manche Menschen den UTMB gewinnen, kurz nachdem sie in Hardrock gewonnen haben. Also geht wahrscheinlich. Ich glaube, die arbeiten aber nicht in der IT, oder? Nein, aber sie sind Winzer. Also mit Alkohol und Arzt. Und kurzer Schwank, der François Denn hat nach 7 Jahren Winzerei jetzt gerade aufgehört. Das ist eine Trauerminute wert. Ich hoffe, dass er wenigstens zum Bierbrauen jetzt anfängt. Aber man muss auch wahrscheinlich dazu sagen, dass der François Denn seit Jahren trainiert, dass er sich erlauben kann, 200 Meilen in dem Abstand zu machen. Wenn du irgendwann einmal dein Trainingspensum hochgefahren hast und dann auf einem anderen Level operierst, dann wird auch das nicht mehr so das Problem sein. Ja, aber halt von 0 auf 100 ist, glaube ich, so das, was das Problem ist. Weiß ja nicht so, als hätte ich nicht auch 2 Marathons back-to-back 2 Wochenende gemacht, aber halt auch nicht nach einem halben Jahr, sondern erst ein bisschen später. Nimm? Pff, 2 Marathons back-to-back hast für mich Samstag, Sonntag. Ist auch schon vorgekommen. Haben wir beim UTMB-Training auch gemacht, sogar eben, 2 Ultras back-to-back. Drum. Aber das machst du doch nicht, wenn du erst seit 3 Wochen im Training bist. Das haben wir halt gemacht, weil wir seit 5 oder 6 Jahren im Training sind. Das ist aber ja, lange und nicht einmal schauen, dass wir schmerzfrei werden. Ne? Ja. Ja. Solange der Schmerz nicht mehr wird, ist es ja okay. Ja. Wenn ich schmerzfrei trainieren würde, dann kann ich zwischendurch auch schwimmen gehen. Ich glaube nicht, dass Schwimmen ein schmerzfreies Training ist. Das tut deinem Kopf und der Seele so weh, dass das ist nicht schmerzfrei. Das ist richtig, ja. Ja, das ist wohl wahr. Du vergisst noch auf den Körper. Zur Regeneration wirklich nur ernstens empfehlen. Ja, ja. Zur Regeneration warmes Wasser empfehle ich auch. Ich nenne das aber einfach Bohnen. Soll ich das vielleicht berücksichtigen im Plan? Was? Wann ich baden gehe und duschen? Ja, gern. Wenn du mal 2-mal in der Woche duschen reinschreibst, soll mir recht sein. Am besten am Ruhetag, damit ich wenigstens da nicht stink. Du wohnst in einer Stadt, wo du es nicht ganz so weit hast in ein schönes Bad, oder? Hallenbad. Ja, aber das ist schwierig gerade. Das war, wie ich verletzt hat, war 2018, glaube ich, oder so. Da musste ich ja irgendwie irgendwas Sinnvolles machen im Winter. Da war ich ja dort, das eine oder andere Mal. Aber in den letzten 1,5 Jahren ist das dort logistisch, glaube ich, irgendwie schwierig. Und jetzt gerade weiß ich sowieso wieder nicht, wann man wie rein darf und was man vorher machen muss oder nicht. Oder ob man Masken am Kopf oder unterm Kopf oder am Hintern. Ich habe ja doch keine Ahnung. Also momentan ist das ja, ist Indoor sowieso schwierig. Aber wir halten fest, dass du gemeint hast, du musstest irgendwas Sinnvolles machen und Schwimmen gehört da dazu. Danke, Peter. Nein. Die Scheiße hast du jetzt selbst reingeritten, Peter. Ich habe gesagt, ich musste was Sinnvolles machen. Ich habe nicht gesagt, dass es das war. Das wäre ganz... Nein. Ich glaube, aus der Ecke kommst du nicht mehr raus. Das kannst du mir erzählen, wenn wir am Start vom Gösslensweiner Fuchstriathlon stehen. Da kannst du mir die Geschichte erzählen, mal her. Ja. Oder wie auch immer diese Kisten hast.
Ich meine, mir reicht es ja, wenn wir einfach in Jordi am Anfang dunken. Das geht auch. Gut, hat irgendwer von euch zwei noch Fragen an den jeweiligen anderen? Ich muss jetzt ganz kurz in den Trainingsplan schauen, aus Gründen, weil man es nie merkt. Nein, ich glaube nicht. Christoph, möchtest du dem Peter noch irgendwas an den Kopf werfen und sagen, was er nicht alles falsch macht? Also ich habe da in dem Plan noch stehen so Dinge wie Burgenland extrem. Ich lösche das raus, ja? Schon wieder? Gut, Mano. Wer Burgenland extrem macht, der Peter, wirklich? Ich meine, ich dachte, mentale Abhärtung. Nicht denken, nur machen. Aber Wintertrail geht. Wintertrail, sowas ist nett, das geht. Überschaubar. Du hast einen Wettkampf am 8. Jänner. Glaub mal, das wird in deinem Plan stehen. Das ist nämlich ein Zweierteam. Ich weiß, wir sind schon gemeinsam gelaufen, wenn du dich erinnern kannst. Ja, ich weiß. Schauen wir mal. Nur ankündigen. Bei mir, ich muss nicht Berge laufen, wenn ich die 10 Kilometer Bestzeit aufstellen will. Also ich brauche keine Höhenmeter. Ich bin ja nicht dein Trainer, aber was der? Ein bisschen Kraftausdauer wäre vielleicht nicht schlecht, ja, wenn du mal geschwind werden willst. Die hole ich mir im Flachen. Aha. Sei es wie es sei. Hat irgendwer von euch noch was er fragen will? Irgendwelche, bevor wir diese erste wunderbare Folge Peter Groß Trainer abschließen? Nö. Ich glaube, soweit ist es alles geklärt. Alle komischen Bewerber sind gecancelt, den Peter ausgetrieben. Sehr gut. Alles ist gut. Fühlt ihr euch, dass eure Fragen und Wünsche befriedigt worden sind? Wenn ja, dann lass uns diese wundervolle Folge beenden. Und wir werden sicher in ein paar Wochen wieder zusammenkommen und dann können wir darüber sprechen, wie dann die Bergsprints so angelaufen sind, wie dann sonstige Trainingseinheiten so gelaufen sind und liefern einfach der Hörerschaft ein neues Update und lassen sie teilwerden an Peters Schmerz. Das ist einfach, ich glaube, für alle eine Bereicherung im Trainingsalltag. Mhm. In diesem Sinne. Wenn es mir schmerzt und du dann scherzt, dann war es richtig, oder richtig, wie? Super. Mit diesem wunderschönen Reim möchte ich euch entlassen und sage danke. Servus. Und bis morgen zum nächsten Frühlauf. Yay! Juhu, danke, pfiat euch. Ciao.